Hallo zusammen, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr Slack benutzen könnt. Slack ist eine Software zur Teamkommunikation, die wir bei Serlo zum Chatten benutzen. Um auf Slack zu kommen, gebt ihr im Browser die Adresse serlo.slack.com ein und meldet euch dann mit eurem Benutzer an. Solltet ihr noch kein Benutzerkonto bei Slack haben, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und ich werde euch dann einen Benutzer auf Slack erstellen. Zunächst ein paar Worte allgemein zu Slack. Slack unterscheidet sich kaum von anderen Chatprogrammen, die ihr schon kennt. Das heißt, ihr habt ein Fenster, wo ihr die einzelnen Chat-Nachrichten seht. Unten gibt es ein Textfeld. Dort könnt ihr die neuen Nachrichten eingeben und wenn ihr Enter drückt, dann erscheinen diese neuen Nachrichten dann im Chatverlauf. Ihr seht hier zunächst einmal den allgemeinen Channel von Serlo, Serlo General. Es gibt auch noch andere Channels zu einzelnen Bereichen. Die Liste zu allen Channels findet ihr hier links unter der Überschrift Channels. Wenn ihr da draufklickt, findet ihr eine Gesamtübersicht zu den einzelnen Channels. Das heißt, wenn ihr hier Orga eingebt, dann findet ihr den Orga-Channel. Wenn ihr Mathe eingebt, findet ihr zum einen den Channel zur Schulmathematik und den Channel de-mathe-uni. Das ist unser Channel zur Uni-Mathematik. Ihr habt, wenn ihr dann in den einzelnen Channels seid, die Möglichkeit, Nachrichten zu schreiben. Könnt dabei auch Nachrichten formatieren. Beispielsweise kann ich hier bei den Asterix Sachen groß schreiben. Und ihr habt auch die Möglichkeit, einzelne Personen oder auch den ganzen Channel zu benachrichtigen, wenn es eine wichtige Nachricht gibt. Beispielsweise wir benutzen ab sofort Slack. Nun sagt mir Slack oder fragt mich Slack, ob ich wirklich diese Nachricht abschicken möchte, weil ich jeder Person eine Notification schicke. Das sind Nachrichten, die dann die einzelnen Channel-Teilnehmer entweder per E-Mail bekommen oder über ihre Handy-App. Ich sage Send it now und kann dann so die Nachricht abschicken. Ihr habt auch die Möglichkeit, Personen direkt anzuschreiben. Da geht ihr hier links auf Direct Messages und seht dann eine Übersicht zu allen Personen, die hier bei Slack registriert sind. Könnt nun eine Liste von Leuten aussuchen, mit denen ihr zusammen schreiben wollt und habt dann die Möglichkeit, mit diesen Personen eins zu eins zu chatten. So, so viel zur Einführung zu Slack. Die Bedienung ist, wie ihr gesehen habt, sehr intuitiv. Ihr findet auf unserer Kontaktseite auch weitere Links auf Hinweisvideos sowie zur Dokumentation von Slack. Und sollte es Fragen geben, meldet euch dann einfach bei mir.